Okay, Stipe Battarello, erster Trainingstag bei der Fortuna. Erzähl doch mal, wie du hier zum Verein gekommen bist. Es kam eigentlich beim FC. Ich habe keinen Vertrag für die U21 bekommen. Da habe ich mir gedacht, suchst du mal einen Regionalliga-Verein, damit du trotzdem in der vierten Liga spielst. Und dann habe ich vor 2 Wochen das Pro-Training gemacht. Und der Trainer war sehr zufrieden und deshalb bin ich auch hier. Jetzt bist du ja mit 18 Jahren noch relativ jung. Ja. Geht man dann so ein erstes Training mit sehr viel Respekt vor den Älteren oder doch eher mit Vorfreude? Ja, das fing schon vor ein paar Wochen an, als ich mir die Altersgruppen angeguckt habe. Sind ja 28 bis 30 geht das und da ist schon Respekt da. Du spielst offiziell im Mittelfeld. Wo siehst du deine Stärken oder kannst du so ein bisschen deinen Spielstil mal beschreiben, wie du Fußball spielst? Ich bin eher so einer wie der Ribéry, der über außen kommt, egal ob rechts oder links. Wenn ich links spiele, mehr nach innen ziehen und halt den Torabschuss suchen. Wenn ich über rechts komme, kommen auch mehr Flanken. Super, Dankeschön. Ja.